Hey Leute, was geht ab? Willkommen in einem neuen Video von mir. Und in diesem Video möchte ich euch ein ganz besonderes Gadget vorstellen. Es ist ein Smart-Spiegel, den ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie gesehen habe. Mit dem Spiegel hat man die Möglichkeit, eine Dashcam-Funktion zu nutzen oder auch eine Rückfahrkamera anzuschließen, dass man dann während man fahren zum Beispiel nicht nur den Rückspiegel nutzt, sondern auch die Kamera nach vorne und nach hinten sehen kann. Und was ganz Besonderes ist, dass wir hier auch mit dem Spiegel per Splitscreen entweder CarPlay von Apple oder auch Android Auto nutzen können. Bin mal echt gespannt und das Ganze nimmt auch in 4K auf, also brandaktuell mit den besten Auflösungen. Bin echt gespannt, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Im Lieferumfang haben wir natürlich den Spiegel, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Wir haben noch zusätzlich so einmal die Rückfahrkamera, den man auch an das Strom anschließen kann, sobald Rückwärtsgang eingelegt wird, dass er dann startet oder auch manuell zum Starten gebracht werden kann, und auch Zigarettenanzünder für Stromzufuhr per USB-C. Dann haben wir auch im Lieferumfang ist immer dabei eine 32 GB SD-Karte. Diesen habe ich schon hier aufgerissen und reingelegt. Und auch eine Bedienanleitung. In dem Fall ist sie halt nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch und auch Chinesisch. Aber finde ich jetzt auch nicht so weiter tragisch, weil ist ja auch alles verständlich. So, und dann haben wir hier noch zwei Clips, mit dem der Spiegel dann verbunden wird. Dann schließen wir das mal hier an mit USB-C und warten, bis es startet. So, ihr seht auch, es geht sofort los. Er fängt schon an aufzunehmen, sehe ich gerade. Da klicke ich mal hier auf Volldisplay und stoppe das mal Ganze. Und dann gehen wir erstmal auf die Einstellungen. Also wir haben hier im Startdisplay, nicht erschrecken, wenn es bei euch als erstes auf Chinesisch eingestellt ist. Das war in meinem Fall so. Und ja, wenn man sich zu helfen weiß, dann kann man das natürlich auch selbst umstellen. Hier unter Setup, man sieht ja so, dass das ein Zahnrad ist. Und da klicke ich drauf. Und ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht, wo die Sprache hinterlegt ist. Da habe ich hier über Google auf Chinesisch zu Deutsch Übersetzer einfach so hinhalten und er übersetzt dann euch dementsprechend die Sprache. Ihr braucht das jetzt natürlich nicht zu machen, weil ihr in diesem Video seht, wo das alles eingestellt wird. Das ist hier unten das dritte Symbol, jetzt natürlich auf Englisch, Language. Und das, was ich bisher, das Einzige, was ich bemängle, ist, ich hoffe auch, dass die das per Update abändern werden, dass als Sprache keine deutsche Sprache hinterlegt ist. Also wir haben hier Englisch, Polnisch, Spanisch, Französisch und ja, weitere asiatische Sprachen. Und das war es dann auch. Ich denke mal, das eine ist Chinesisch und Japanisch. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber Englisch reicht vollkommen aus. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir hier uns die ganze Zeit im Menü auffinden, eher überwiegend dann unseren CarPlay nutzen. Wir haben hier übrigens noch die Möglichkeit, das Datum einzustellen, was mir sehr gut gefällt, wenn das Gerät vom Strom abgekapselt ist und dann nochmal neu startet, dass das Datum dann immer automatisch hinterlegt ist, das aktuelle. Man kann Mikrofon aus- und anschalten, die Lautstärke von dem Gerät einstellen, einen Screensaver, also Bildschirmschoner nach 30 Sekunden, 60 Sekunden oder 180 Sekunden, dass dann der Spiegel dann quasi zu sehen ist. In dem Fall zum Beispiel hier hast du einen Knopf, wenn ich dann drauf drücke, hat man entweder hier den Rückspiegel, ihr seht zum Beispiel mich jetzt momentan mit einer Uhr, oder wenn ich nochmal drauf tippe, hat man dann komplett den Spiegel. Und das ist auch zum Beispiel der Bildschirmschoner, dass das dann ausgeht und dass man nicht durchgehend zum Beispiel ja, CarPlay oder auch die Kamera nach vorne sieht. Ja genau, Autohelligkeit mache ich mal kurz aus. Eben ist es etwas dunkler geworden. Sensor nach vorne, das werde ich dann später beim Fahren testen. Und für die Rückfahrkamera, ob man dann die Hilfslinien hat oder nicht. Ansonsten auch
Einstellungen entweder in 2K oder in 4K aufnehmen, Loop Recording, dass er dann die Karte nicht voll macht, sondern nach einer gewissen Anzahl an Daten die alten Daten löscht und dann drüber speichert automatisch. Ja, Zeitzone kann man einstellen und die Frequenz zwischen 60 und 50 Hertz. Ich lasse es mal bei 60. Und ja, Karte formatieren und ja, Karte bzw. Einstellungen auf Reset einstellen. Dann haben wir hier, warum geht das nicht weiter? So, Video Stamp, dass man zum Beispiel auf dem Video sieht, wann das aufgenommen worden ist, finde ich relativ wichtig eigentlich. Und eine Timelapse-Aufnahme von 2 bis 24 Stunden. So sieht das dann aus. Man hat hier eine Möglichkeit über einen FM-Transmitter, das kennt ihr in den anderen Videos von mir, über FM-Transmitter Audio zu übertragen auf dem Gerät oder auf das Radio selbst. Dann haben wir hier ja, CarPlay und Android Auto, da gehe ich gleich rein. Und unter Picture seht ihr dann zum Beispiel entweder die einzeln aufgenommenen Fotos, wenn man zum Beispiel einen Screenshot machen möchte beim Fahren, oder auch von vorne die Aufnahme, von hinten die Aufnahme. Ich klicke mal hier von vorne die Aufnahme, dann habt ihr hier die verschiedenen Videos, die er jetzt eben aufgenommen hat. Kann man sich auch hier anschauen. Sieht natürlich jetzt blöd aus, weil das ja, weil man ja nichts sieht, weil das ja auf dem Tisch liegt. Aber das gleich, das werde ich dann gleich beim Fahren nochmal aufnehmen. Wir gehen hier auf CarPlay. Gehen auf dem iPhone in die Einstellungen. WLAN. Dann müsste gleich, genau, Coral R9. Klick mal drauf. Er ist verbunden. Ich mache das gleiche mit Bluetooth. Koppeln. Erlauben. Und dann müsste gleich CarPlay hier erscheinen. So, CarPlay verwenden. So sieht es dann aus, wenn CarPlay verbunden ist. Und man hat ganz normal das CarPlay, den man auch kennt, auf dem Splitscreen auf der linken Seite. Wenn man das nicht sehen möchte, hat man die Möglichkeit hier Vollbild, dass man dann die Straße komplett voll und sehen kann. Hier kann man dann den Radius einstellen, wie man dann schauen möchte, die Helligkeit einstellen. Und ansonsten gehen wir weiter auf CarPlay ein. Man kennt es ja. Man sitzt im Auto und kann man Navigation nutzen, telefonieren kann man ganz normal nutzen und auch Musik kann man abspielen. In dem Fall hat der Spiegel selbst einen Lautsprecher hinten, aber ich werde das ja über einen FM-Transmitter mit dem Radio dann nutzen. Ich schließe mal jetzt die Rückfahrkamera an, dass wir dann sehen, wie das aussieht. Und so sieht dann die Rückfahrkamera aus auf der Seite und die Kamera nach vorne auf der Seite. Ihr seht hier meine Kamera. Die Rückfahrkamera sieht so aus. Und ja, also man kann während dem Fahren kann man nach hinten schauen. Und ja, er nimmt auch auf beiden Seiten auf jeden Fall auf. Und wenn ich jetzt swipe, kann ich dann auswählen, entweder sehe ich nur die Rückfahrkamera oder ich sehe beide Seiten oder auch nur nach vorne. Was mir auch eben aufgefallen ist, die Kamera, die kann man verschieben, falls der alte Spiegel einfach zu breit ist, hat man hier die Möglichkeit, die Kamera zu justieren. So, jetzt schließe ich das Ganze im Auto an und sehen uns mal in der Praxis, das Ganze an, wie das dann ausschaut. So sieht es aus, wenn es angeschlossen ist. Einfach auf dem alten Spiegel drauflegen, mit den Befestigungsbändern befestigen. Die Kabel kann man hier oben an den Rändern entlang versteckt verlegen. Ich habe es jetzt nur provisorisch gemacht, weil ich das Ganze eher dann in einem anderen Auto nutzen werde, weil in diesem Auto habe ich schon CarPlay. Und gleiches gilt für die Rückfahrkamera. Auch die kann man versteckt verlegen bis nach hinten. Die Kabel sind definitiv lang genug. Die Kamera sieht so aus. Und den kann man an den Rückwärtsgang anschließen.
wenn man dann den Rückwärtsgang betätigt, dass die Kamera dann sofort automatisch angezeigt wird mit den Hilfslinien und dem Parksensor. Wie man das Ganze anschließt, seht ihr hier oben in der Verlinkung. Da habe ich ein anderes Coral Vision Produkt vorgestellt. Auch dort habe ich eine Rückfahrkamera bereits installiert und daran könnt ihr euch richten. Zum Spiegel. Wir haben hier, wie ihr seht, nochmal die Kamera nach vorne und nach hinten. Das ist die Kamera, die nach hinten zeigt. Wir haben die Möglichkeit hier einmal zu swipen. Wir sehen nur vorne. Wie gesagt, den Winkel kann man hier einstellen. Das ist nur gezoomt. Er nimmt trotzdem die volle Breite auf. Und nochmal swipen. Dann seht ihr zum Beispiel jetzt nur die Rückfahrkamera. Auch hier kann man den Winkel einstellen, den man dann beim Fahren zum Beispiel sehen möchte. Wie gesagt, und dann einfach hier schließen. Man hat hier die Uhr. Nochmal drauf drücken und ihr seht dann den Spiegel. Genauso wie ihr das hier seht im Video, spiegelt es auch dann in Real Life. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt auf jeden Fall noch kurz dran. Ich werde Videos von der Dashcam einblenden, damit ihr auch die Qualität seht. Und weiteres zu dem Produkt seht ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Bei Fragen gerne kommentieren. Ich werde schnellstmöglich antworten. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.